So, jetzt gucke ich mal. Ich habe hier einen ganz brauchbaren Platz gefunden für eine Base. Werde aber noch mal gucken, ob ich vielleicht noch ein bisschen besseren finde. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es auch ganz nice aus eigentlich. Ich werde mal diesen Platz hier versuchen. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich gehe. Ich werde wahrscheinlich, so wie es aussieht, in diese Richtung gehen, aber das wird so nichts. Warte, wir versuchen es mal. Weil so tiefer gelegte Plätze sind eigentlich so ganz cool, wenn man tief genug bauen kann. Jetzt werde ich einfach mal hier bauen. Kann ich hier was bauen? Hier kann ich leider nichts bauen. Schade eigentlich. Ich würde gerne ein bisschen tiefer. Ah, sehr gut, das passt. So, jetzt baue ich diesmal ein bisschen anderes Design von meiner Bunkerbase. Aber ich werde trotzdem. So. Jetzt brauchen wir also so in etwa mit den Ressourcen. Hier habe ich angefangen. 16.900 und ein paar zerquetschte. 23.200 und ein paar zerquetschte. Ich werde es jetzt natürlich nicht am Ende nicht selber ausrechnen, weil ich dazu zu faul bin. Auf jeden Fall würde ich erstmal hier eine Wand setzen. Hier, hier. Meinen Schrank würde ich hier placen. Zack. Womit ich gerne arbeite, ist halt diese wundervollen Fensteröffnung, weil ich die einfach nur mega finde. Da kann man dann einfach mal noch auf die Schnelle hier so ein, wenn ich es finden sollte, wenn ich es bauen kann, das ist die Frage hier, sowas. Fenster aus verstärktem Glas, die halten auch schon gut was aus. Kann ich sie bauen? Kann ich natürlich nicht bauen, ja. Okay, als nächstes würde ich erstmal natürlich meinen Schlafsack placen hier irgendwo, wo es auch immer geht. So. Dann würde ich direkt hier eine Wand setzen, hier eine Wand setzen. Hier eine Decke setzen. Das wieder natürlich höher. So wie meine anderen Bunkerbasen auch. So. Und dann würde ich hier vor, würde ich einfach mal so eine richtige Newbie-Base bauen. Jetzt wird der mega New. Okay, hier hinten würden wir natürlich auch noch mal auf die Schnelle, um das von hinten ein bisschen zu safen. So, dann hier noch eine Decke drüber. Okay, das war Blödsinn. So. Hier noch eine Wand vor. Und hier, den Rest von der Base, den kann man einfach wie so eine Mega-Newbie-Base aussehen lassen. So, dann machen wir das. Wie würde man das setzen? Das würde ich hier hinsetzen. Dahin. Das machen wir aber einfach. Das können wir auch einfach nur aus Holz machen. Das wäre nicht so. Und dann hier so eine bescheuerte. Ach, dann mit Dächern arbeiten. Ja, mit Dächern arbeiten, so gerade so in dem Sinne wirklich nur Mega-Anfänger. So. Das Ding muss aussehen wie die Mega-Newbie-Base vor dem Herrn. So, jetzt möchte ich da noch einen rein. Geht das irgendwie? Geht das irgendwie? Ah, das kriegen wir schon noch irgendwie hin. Hier ist noch ein Dach. Sehr perfekt. Perfekt. Da noch ein Dach, da noch ein Dach. Dann nehmen wir noch. Wir nehmen mal eine Blechtür, scheißegal. Alter, das Ding sieht aus. Das sieht aus wie die Mega-Anfänger-Base vor dem Herrn. Da habe ich mich ja richtig mit Ruhm bekleckert hier. So, jetzt möchte ich hier auch noch ein Dach reinbauen. Umso mehr Dächer, umso besser.
Das Ding sieht von außen so übelst. Alter, es sieht so übelst schlimm aus. Ich da jetzt noch ein Dach reinkriegen würde, wäre alles gut. Komm schon, Baby, gib mir, lass mich da irgendwie ein Dach reinbauen. Scheißegal, wir bauen da kein Dach rein, wir bauen da einfach sowas rein, das soll der Geiz. Weil wir schon so dabei sind, eine Scheißbase zu bauen. Zack, fertig. Die Newbie-Base vor dem Herrn. Dann bauen wir hier noch ein paar Kisten rein. Hier. Da legen wir allen möglichen Scheiß-Stuff rein. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass die mit Schlössern vor sind. Ne, mit Schlössern glaube ich nicht. Das wird ein bisschen too much. So, dann werden wir hier unten in unsere Bunkerbase noch ein paar Kisten reinmachen. Alles andere wie Workbench und so können wir auch oben rein, oben drinnen lassen. So. Am Ende des Tages. Jetzt haben wir, na gut, wir haben schon ein bisschen was ausgegeben, aber nicht sonderlich viel. Am Ende des Tages, wenn wir dann irgendwann keinen Bock mehr haben zu spielen, dann placen wir alle unsere guten Ressourcen da rein. Aber natürlich nicht alle. So. 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 So, placen auf jeden Fall unsere guten Ressourcen da rein. Dann bauen wir eine Wand. Dann bauen wir einen dreieckigen Boden. Das hätten wir auch schon vorher mal machen können. Dann das hier oben machen wir auf jeden Fall zu Stein. Das hier unten kann weg. So, auf jeden Fall kurz bevor wir offline gehen, die Wand gesetzt, umgedreht. Am besten machen wir so aus Holz, falls einer dann doch mit Raketen auf dieses wundervolle Gebilde hier schießen sollte. Gerade wenn es diese Brandraketen sind, dann brennt es natürlich auch unten drinne. Und wenn da die simpelste Wand ist, die geht dann gleich kaputt und dann bricht es auch gleich weg. Dann setzen wir hier oben noch ein. Obwohl, warte mal, wir sind ja Noobies, ne? Okay, wir machen es anders. Wir brechen das nochmal weg, wir brechen das nochmal weg. Wir brechen das nochmal weg, sage ich. So, dann gehen wir da rein, dann gucken wir mal, was wir an noobigen Sachen so bauen können. Können wir denn einen Teppich oder sowas bauen? Gegenstände. Auf jeden Fall einen Teppich. Ein Teppich geht immer. Ein paar Holz. Das ist ein Holzschild auch. Nein, wir müssen natürlich auch oben einen Schlafsack drin haben, ist klar. Nehmen natürlich auch nur das primitivste Design. Oben Türdesign und so nehmen wir natürlich auch nur ganz normal. Was haben wir noch hier? Ein schönes Schild können wir noch basteln. Was können wir noch? Können wir nicht vielleicht noch einen Stuhl oder sowas bauen? Stuhl wäre noch ganz geil, ein Ofen wäre noch ganz geil, so okay. Ein Fridge geht auch immer. 75 Metallfragmente, okay, ich brauche ein bisschen mehr. Dann bauen wir auf jeden Fall noch einen Stuhl. Stuhl ist auch cool. Können wir jetzt hier natürlich nicht bauen, scheinbar. Kann ich einen Fridge bauen? Kann ich auch nicht bauen. Metallregal geht auch immer, sehr gut. So. Und dann kann das da wieder rein. Dann loggen wir uns aus. Beziehungsweise wir bauen jetzt erstmal.
andere Seite. Nein, das war ein Fehler. Jetzt hab ich selber einen Fehler gemacht, weil das könnte ein bisschen fatal werden. Ich baue gerade ein bisschen Scheiße, weil okay. Holz habe ich. Ich habe nämlich vergessen, genug Holz mitzunehmen. Dann hüpfen wir hier raus. Dann nehmen wir Chuck. Das können wir direkt zu Stein machen. Und später machen wir das dann natürlich alles zu gepanzerten, wenn wir dann die Zeit und die Ressourcen dafür haben. Wir legen natürlich erstmal einen Teppich hier rüber. Dann dieses wunderschöne Regal. Oh mein Gott, wir brauchen es nicht. Oh Gott, ich hoffe, ich komme hier nachher noch dran vorbei. Haben wir noch, wir können auch noch ein paar Kisten in dem Regal. Zack. Und da kommt dann halt nur so ein mega scheiß Stuff rein, den eh kein Mensch braucht. So. Dann würde ich hier jetzt noch. Einfach hier einen Schlafsack hinklatschen. Ach, den können wir auch da unten hinklatschen. Scheißegal, wo wir. So. So, und hier würde ich jetzt noch, sagen wir mal, eine Wand hinhauen. Und hier vielleicht. Bei Möglichkeit, wenn Ressourcen vorhanden sind. Wenn Ressourcen vorhanden sind. Eine Double Door. Ich nehme jetzt einfach nur. Nein, das wollte ich nicht. Ich nehme jetzt einfach nur eine Holzdoppeltür. Normalerweise würde ich da eine Dings nehmen. Ein Garagentor. Bei Möglichkeit. Weil vielleicht haben sie dann auch schon keinen Bock mehr weiter zu raiden. Weil sie denken, dass sich das nicht lohnt, wenn hier wirklich nur Scheiße drin ist. Gut. Auf jeden Fall. Jetzt simulieren wir mal. Wir gehen jetzt schlafen. Kommen am nächsten Tag wieder. Haben hier unseren Schlafsack, den wir unten drin haben. Hier ran. Zack. Haben natürlich schon vorbereitet. Okay, wir hätten jetzt eigentlich schon irgendwas vorbereitet natürlich. Wahrscheinlich eine Machete, wofür wir jetzt auch keine Ressourcen mehr haben. Doch haben wir. Eine Machete. Und dann würden wir erstmal anfangen, wie ein Geistesgestörter hier. Und dann. Sollte das Regal oben kaputt gehen, müsste man natürlich auch schauen, dass man vielleicht das Regal anders positioniert. Teppich kann man ja immer mal wieder schnell craften, obwohl ein Regal kostet eigentlich auch nichts. Ja, es ist so anstrengend. Dann nehmen wir halt noch zwei Speere. Oh Gott, es wird so lange dauern. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier durchhacken. Irgendwie. La 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 la.
Aber wie gesagt, immer vorbereitet sein, ein paar Macheten im Dings haben, weil das sollte man nicht vergessen. So, und schon bricht hier alles zusammen. Wir kommen hier nicht raus, weil wir unseren... Oh, das Beste habe ich ja vergessen hier. Am besten macht man hier noch so ein total beklopptes Schild irgendwo hin. Ja, und dann malt man da irgendwas drauf. Schwuppdiwupp. Zack, und beim nächsten Mal hat man das gleiche Spiel wieder. So, jetzt das Design ist natürlich, oh Mann, mein Gott, einfach mal mega kacke. Und ich komme auch aus meiner Base scheinbar, komme ich hier wieder raus. Ich werde es schaffen. Aber nur mit ein bisschen tricky. Naja, gut, auf jeden Fall, ich würde euch das jetzt gerne zeigen, aber ich habe es einfach zu schlecht gebaut. Und ich komme auch nirgendwo aus meiner Base wieder raus. Ich will hier doch nur raus, Mann. Ich will hier raus. Ich will nicht klopfen. Warum klopfen? Was willst du von mir? Ja, das wäre auf jeden Fall mal so ein richtiges, richtiges schlimmes Design. Wo dann auch irgendwann wahrscheinlich. Oh. Dann erstmal am Anfang keiner auf die Idee kommt, dass das eine Bunkerbase ist. Ja, und dann könnt ihr halt insgesamt das alles auf dieser Base aufbauen. Geil ist halt, dass ich auf diesem Server meine Türen nicht rausnehmen kann. Naja, ist ja auch egal. Ihr habt ja vorhin gesehen, von außen sieht es mega schlimm aus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.